Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Factorio. Sehr schön. So, gut. Genau, hier muss ich noch ein Förderband hin. So. Ja, im ersten Part habe ich mich da ein bisschen böse... Naja, was heißt böse? Ein bisschen viel geschumpfen, ne? Hat das Spiel nicht verdient, weil es ging ja doch recht flott, muss ich sagen. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen blöde. Ich glaube aber, ich kann durchaus hier und hier, na, hier was aufbauen. Genau, machen wir das so. Ja gut, das liegt nämlich auch, oder lag jetzt auch ein bisschen daran, wenn man das Endgame kennt und man weiß, wie schnell das geht, kommt einem das am Anfang so unheimlich langsam vor. Das ist ja, aber trotzdem sehr viel erreicht, auch wenn ich jetzt hier wieder einiges abreise. Aber ich habe hier eine kleine Fehlplanung gehabt. Das muss nämlich so sein, auf dass wir dann... Ja, genau, doch, so war das ungefähr. So, jetzt brauche ich 10 von diesen Lücken, dass ich also da die Öfen reinmachen kann. Die Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Weil wenn dieser Grundaufbau mal richtig steht, das kommt mir gerade echt enorm lang vor. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nö, passt. Okay. Okay, okay, okay. Soll mir recht sein. Jetzt ist dann gleich das Material auch schon wieder aus. Gut, schlawenzeln wir mal rüber. Ich habe jede Menge Stones. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Anzahl. Wenn nicht Öfen, kann man nie genug haben. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. So. Weg mal da durchfinden. Ich glaube unten rum, oder? Ich könnte ja dann natürlich die Bäume wegschlagen, aber ha, wer bin ich denn, dass ich das mache? So. Oder hier oben durch, mal gucken. Auf jeden Fall, wir haben wirklich sehr viel, na, Glück, was hier Kupfer angeht. Naja, gut, Kupfer. Ist das Material, was man jetzt eher weniger braucht? Wie viel Strom verbrauchen wir eigentlich? Ja, geht. Also hier unten die Energieerzeugung ist... Es wird immer so viel Energie erzeugt, wie man braucht, nicht mehr. Man sieht man hier oben der Energieverbrauch, hier unten die Energieerzeugung. Und der Balken lässt ja schon erahnen, wir haben ein bisschen Spielraum. Das werden wahrscheinlich die ganzen Erzförderer sein, die hier immer wieder mal was produzieren und dann mal wieder nicht, weil hier diese Öfen einfach viel zu langsam sind. Ich habe ja noch jede Menge Zeug im Tasche, vor allem Kupfer. Ah, sehr schön. Das gefällt mir. Der kann aus sein. Das ist vollkommen egal. Hier oben dann bitteschön. Da mache ich das komischerweise in eine Kiste rein. Da drüben habe ich es nicht gemacht, aber okay. Ist nicht schlimm. Dann gönnen wir uns mal zumindest schon wieder denselben Fehler gemacht. Ja, so eine will ich haben. Nicht mehr. Förderbänder. Ich denke eher mal Förderbänder. Das werden wir sehr viel brauchen. Danach ist das ganze Material auch schon wieder weg. Ja, aber wenn wir das mal aufgesetzt haben, soll es das dann auch langen vorerst. Also ich habe keine von denen. Ja, ein bisschen blöde. Da kann ich aber dann auch gleich in 10er Schritten gehen. Ich denke, das dürfte vernünftig sein. Okay, setzen wir das Ding einfach mal auf. Das kommt natürlich später irgendwo hin. Und dann können wir, oder könnten rein theoretisch, das Forschen anfangen. Die Automatisierung, das ist auch das Wichtigste. Steht ja auch da, die Schlüsseltechnologie für Automatisierung. Das ist halt das, worum es auch hier in dem Spiel geht. Die Dinger brauchen natürlich noch Strom. Daran sollte ich auch mal denken, den Strom von dort hinten nach drüben zu verlagern. Dass wir hier auch Strom dann haben. Wird ein bisschen dauern. Okay. Was ich aber schon mal machen könnte, wären natürlich mal die Öfen hier platzieren. So. Der war falsch. Super. Und... Oh, komm. 1 zu 100. So und so. Da fehlen dann natürlich noch die ganzen Strommasten.
Ah, halt, hier muss ich so hin. Ja, das ist so ein bisschen das Tolle an dieser Grafik. Das erkennt man dann ab und an nicht so richtig, wo ich denn eigentlich hin will. Halt, da oben brauche ich nicht mehr. Und diese Öfen werden bei weitem nicht langen. Das kann ich jetzt schon sagen. Für den Anfang wird das mal genug sein, aber da werden wir nochmal gleich einige in Auftrag geben. Waren natürlich viel zu wenig. Ich brauche ja 20 pro Reihe. Dann machen wir hier oben mal gerade noch den Strom fertig. In der Zwischenzeit sollten wir dann drüben auch wieder einiges an Eisenplatten da haben. Sollte denn langen. Und natürlich will ich ja auch dann den Strom mal rüberholen. Jetzt legen wir hier erstmal noch die restlichen Öfen aus. Danach gehen wir mal dran, dass wir hier auch soweit anfangen können zu fördern. Da werde ich dann die ganzen Erzförderer von drüben mal mitnehmen. Insofern ist es natürlich von der Stromleitung her lang. Jetzt ist die Frage, von wo gehe ich denn raus? Ich gehe nämlich liebend gerne immer etwas oder versuche, so gut es geht, symmetrisch alles aufzubauen. Ist nicht immer so einfach möglich. Nein, du warst falsch. So, gehen wir einfach mal hier durch das Kohlefeld hindurch. Kann ich ja immer noch umverlegen. Jetzt muss ich dann natürlich schräg laufen. Und ich habe da was aufgedeckt, was mir gar nicht gefällt. Na super. Ah, gleich ein großes Nest. Das da hier sind diese einheimischen Tiere, die es natürlich super finden, wenn wir hier für Umweltverschmutzung sorgen. Das bedeutet, wir werden danach gleich mal so ein bisschen militärische Güter noch erforschen. Erforschen müssen. Ansonsten reißen die mir nämlich alles nieder. Und mit einer Pistole gegen die vorzugehen, ist nicht gerade sehr schlau, möchte ich mal sagen. Beziehungsweise nicht sehr effektiv. Ich meine, das geht auch, ne? Ich meine, Herausforderung ist es auf jeden Fall. So. Du kommst weg. Du kommst weg. Du und du. Sehr schön. Und irgendwann müssen wir dann diese Stromlinie hier natürlich dann auch noch verbessern. Ein bisschen Kohle zumindest da gewesen. Steine würde ich fast noch weiter abbauen. Das dürfte kein Fehler sein. Du darfst mit und auch du. Wenn ich schon hier bin, werden wir gleich mal das Stromnetzwerk erweitern. Einen weiteren Generator, den werden wir nämlich recht früh brauchen. Jetzt ist mir die Stromleitung natürlich im Weg. Oder ich stand im Weg, das kann auch gut möglich sein. Genau, 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt darf man raten, wie viele Generatoren da noch hinkommen. Ich weiß da aber auch gar nicht mehr so genau die genaue Umrechnung von befeuerten Dampfgeneratoren und Kesseln. Ich mache das eigentlich immer so 10-10. Das ist ein sehr guter Wert. Ich glaube, es war 13 zu 11. Es war auf alle Fälle irgendwas mit Primzahlen. Und ich bin froh, wenn ich die Lampen dann mal erforsche. Dann haben wir nämlich hier auch, oder können dann auch besser sehen. So, wir brauchen Eisenerz. Und dann schauen wir mal. Ah, toll, super. So, das da weg. Jenes weg und jenes. Jetzt frage ich mich gerade. Wäre wahrscheinlich kein Fehler, mal die ersten 10 davon in Auftrag zu geben. Und da wird man gleich sehen, die brauchen echt lange. Also im Vergleich zu Fabriken brauchen die hier echt lange. Und jetzt stelle man sich vor, man müsste die permanent so machen. Da bin ich froh, wenn wir die automatisch herstellen. Das ist so richtig schön. So. Aber erstmal die Grundbasis dafür liegen. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir. Das ist immer so ein bisschen blöde, wo man da anfängt hier. Hier und hier. Also rein theoretisch müsste man die so hinlegen. Allerdings muss man dann mit den Förderbändern so ein bisschen blöde arbeiten. Die haben ja diesen grünen Rand.
Wenn man da mit zwei arbeitet, also nebeneinander, würde es immer so Sinn machen, dass man zwei Felder Platz lässt dazwischen, ne? Aber so gegenüber. Passt schon, und dadurch, dass ich ja vorhabe, alles abzufarmen, werden wir das auch irgendwann schaffen. So, und ich glaube so, und ich sehe, der da liegt nicht richtig symmetrisch zu dem da. Das muss ich gleich korrigieren, ansonsten mache ich es nie wieder. Ah, nicht mitfahren. Setzen, so. Dann brauchen wir nochmal zwei Stück, aber ich habe keine Eisenplatten mehr. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Nicht schlimm, nicht schlimm. Achso, jetzt habe ich die alle da rein. Auch nicht so weit tragisch. Und Förderbänder brauche ich natürlich auch hier raus. Das ist ja ganz klar. Zwei weg. Da werden wir anfangs natürlich auch noch so ein bisschen Probleme haben, weil wir werden die Öfen nicht ausladen können. Wir brauchen erst die erste Technologie, die Automatisierung. Packe ich jetzt einfach hier rein, die Forschungspakete. Wie man sieht, es gibt vier Stück. Und jedes Mal, wenn dieser Balken einmal hier angekommen ist, bewegt sich hier oben dieser Balken. Und je mehr Forschung oder Wissenschaftslabore ich habe, desto schneller geht's. Davon werden wir auch 10 haben. Wo ich das dann allerdings aufbaue, ist aktuell zumindest noch eine sehr gute Frage. So, starten wir zumindest mal die Eisenproduktion, beziehungsweise die elektrischen Erzförderer. Kriege ich so beide? Ja, kriege ich so beide? Wird knapp, oder? Aber ich krieg sie, super. Okay. Eisenerz hätten wir. Kohle wird doch ein bisschen knifflig. Ich spare mir hier mal gerade ein paar Bänder. Hauptsache, wir kriegen hier die Kohle ran. So viele sollten schon fertig sein, Eisenplatten, dass wir den ersten mal aufsetzen können. Im eigentlichen Sinne kann ich hier gleich mal warten, bis der zweite fertig ist, ne? Nein, eins zu wenig. So, jetzt hat. Machen wir das so. Ist zwar nicht hundertprozentig effizient, allerdings, ich arbeite solche Felder, wenn es geht, nach Möglichkeit immer komplett ab, auch wenn es dann dabei wenig rauskommt. Also hier unten wird es wieder ein bisschen blöde, aber naja, egal, dann hat man halt eben nur 2200 Kohle. Allerdings Kohle geht. So, die erste Forschung ist fertig. Das ist sehr schön. Wir haben jetzt große Knickarmroboter. Also können wir die Öfen doch noch entladen und beladen. Ist eine tolle Angelegenheit. Und die Montagemaschinen, die werden wir auch jetzt dann gleich brauchen. Jetzt machen wir einen MG-Turm, um einfach auch feindliche Angriffe abwehren zu können. Na, nicht hängen bleiben. Das wird nicht langen. Das langt auch nicht. So, und hier könnten wir jetzt die großen Knickarmroboter bauen. Wie man sieht, man braucht erstmal einen kleinen Knickarmroboter dazu. Eine Eisenplatte nochmal dazu und ein Zahnrad. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Was wir machen könnten schon, den hier oben mal beladen lassen. Packen hier einfach noch die Kohle rein. Warum denn nicht? Und hier drüben kommen dann natürlich Kupfer rein. Ganz klar. Dann haben wir hier in der Mitte einmal Kohle. Wenn wir denn irgendwann mal genügend Förderbänder haben, sollte sich aber jetzt dann erledigen, das Problem. Nicht wirklich ganz, ne? Reißen wir hier oben einfach nochmal ab. Warum nicht? Warum denn nicht? So. Und nach oben. Sehr schön. Dann brauchen wir 7 Eisenplatten pro Knickarmroboter. Naja, gut. Wir brauchen ja nicht so viele. Ah, der hat kein Eisen mehr. Dann war es vielleicht gar nicht so schlau. Dann machen wir das Ganze umgekehrt. Wobei, jetzt wäre es egal gewesen, ne? Und ja, der große Knickarmroboter kann halt jetzt eben über 2 Felder hinweg Materialien reinholen. Also rein theoretisch über 3 Felder. Er hat hier einmal was frei und hier mal was frei. Allerdings 2 Felder ist Minimum. Und jetzt greift er sich das da hier oben ab und packt es hier rein. Das ist so voll mit Kohle. Mache ich die mal raus. Hol, dass ich das Zeug. Und er arbeitet schon mal schneller wie dieser Gelbe.
ist eine tolle Angelegenheit. Okay, gib mal her. Holen uns hier nochmal diese zwei. Und ja, er soll jetzt das Material da rauspacken. Tolle Angelegenheit, oder? In der Tat. Größte Problem, was wir jetzt allerdings vorerst mal haben, wir können das Kupfer noch nicht wirklich anschließen, denn hier kommen wir nicht durch. Also Bänder kann man jetzt nicht oberflächlich so legen. Wie man sieht, geschieht dann so etwas. Da brauchen wir dann spezielle Bänder für. Und die müssen wir erstmal frei forschen. Yay! So, hier rein. Und hier rein. Und ich sollte das da hier vielleicht mal so weit abgreifen, respektive bauen wir einfach mal so weit nach oben, wie es geht. Okay. Wir bräuchten zwei von denen, ne? Aber ich kann ja gleich mal einen weiteren gelben bauen. Achso, wir haben zwei von denen. Okay. Hier und hier. Und hier. Und dasselbe werden wir dann natürlich gespiegelt da drüben machen. Damit hätten wir dann schon mal unsere Grundproduktion. Jetzt fällt mir natürlich ein, hier oben kann ja nichts weitergehen. Ich habe ja gar keine Wissenschaftspakete mehr. Allerdings möchte ich die jetzt nicht hierfür aufopfern. Nee, also das ganz und gar nicht. Was ich aber mal überlegen könnte, jetzt wo es Nacht ist, ist es natürlich blöde. Sieht man relativ wenig. Also lasse ich es gerade mal sein. Wo wir dann auf jeden Fall die Montagemaschinen aufbauen, beziehungsweise erstmal die Grundproduktion für unsere Forschungspakete. Ich bin am überlegen, ob ich das... Nee, ich mach's da raus, weil da oben ist Öl. Und da werden wir sehr viel Platz benötigen. Vielleicht lasse ich die sogar hier wieder zurückkommen und baue das hier. Ach, halt, nee, Moment. Blöde Idee. Gib mir gerade nochmal die da hierher. Beziehungsweise ich könnte das natürlich auch mit denen hier ausrechnen. Also hier kommt eine weitere Schmelzanlage hin. Dann brauche ich zwei Bänder frei, Plätze frei für die Bänder. Hier kommt dann nochmal sowas hin und ein Band zurück. Das wäre ungefähr hier vor meinen Füßen. So ungefähr, oder? Das müsste eigentlich passen. Perfekt. Das bedeutet, wir könnten tatsächlich die Forschungsabteilung in diesem Layer hier machen. So. Den brauche ich einfach nur, um einigermaßen mal zu gucken, ob ich hier gerade rüberkomme. Eins noch runter. Okay. Das ist nicht schlimm. Gib mal die nochmal her. So passt das. Perfekt. Okay, dann werden wir hier die Forschung aufbauen. Das ist doch in Ordnung. Nach unten hin. Da werden wir allerdings einen Haufen Fließbänder brauchen. Und jede Menge Platz. Und mal hoffen, dass hier keine Viecher sind. Das wäre wirklich super nice. Wobei später kommen die eh von allen Richtungen. Das ist dann eh uninteressant. Fällt gerade dabei nur ein, ich sollte hier oben einen Knickarmroboter und eine Kiste hinstellen. Ansonsten läuft mir natürlich hier das Förderband voll und dann habe ich gar nichts von. So und so. Dahin. Das war zu weit, oder? In der Tat, oder? Nee, passt. Okay, die können auch ein Feld gerade mal so überbrücken hier bei Förderbändern. Das ist eine tolle Angelegenheit. Was bedeutet, der kommt hier hoch? Jetzt muss ich überlegen, macht das so viel Sinn eigentlich? Ich muss die Bänder ja erst dann zusammenfügen. Doch, ja, ich möchte die gerne hier aufbauen. Wie viel Eisenplatten brauchen wir? 22. Das ist gar nicht so wenig. Allerdings haben wir das. Okay. Diese Fabriken sind eigentlich recht einfach zu justieren. Jetzt bin ich echt gerade am Überlegen. Das sieht mir so, als würde es nicht passen aus. Einfach mal die Maus stillhalten und so laufen. Aber nee, es passt.
Brille putzen wäre vielleicht mal angesagt. Problem ist, wenn ich das halt einmal mache, muss es dann so passen auch, ne? Hier bauen wir das erste Produkt und ich arbeite gerne mit von Fabrik zu Fabrik. Ja, man kann ja Material in eine Fabrik reinlassen, beziehungsweise anders zum Anfang. Wir brauchen für die Wissenschaftspakete der Stufe 1 Zahnräder und Kupferplatten. Rein theoretisch könnte ich ja, wenn hier die Eisenplatten ankommen, ja, die fahren ja hier hoch, abgreifen und zu Zahnrädern machen, die ebenfalls über Förderbänder weiterlaufen lassen, das dann hierher kommen lassen. Allerdings, es gibt so viele Produkte, dass ich das immer so ein bisschen blöde finde, für jedes Produkt ein extra Förderband zu haben. Ich habe immer gerne ein einziges Förderband, was durch die Gegend fährt, wo Kupferplatten und Eisenplatten drauf sind und achte einfach drauf, dass die Produktion davon stabil läuft. Okay. Also gut, wir wollen einmal diese Wissenschaftspakete herstellen. Okay, brauchen jetzt noch Zahnräder, auch kein Ding. Und die Zahnräder müssen jetzt natürlich einmal hier rüber und natürlich dann das noch und das auch noch. So, Zahnräder von der Fabrik in diese Fabrik für die Wissenschaftspakete und eben rein zur's. Macht natürlich wenig Sinn jetzt aktuell, weil wir hier noch nichts ankommen lassen, aber... Wird sich ändern. Was wir jetzt natürlich machen könnten, wäre hier schon mal ein bisschen was reinlegen. Hier ebenfalls. Und dann habe ich keine Strommasten mehr. Also bauen wir einfach wieder mal ein paar. Was soll der Geiz? Sehr schön. Dann mache ich das jetzt am besten mal so. Darf mich nachher dann oder später dann einfach nur nicht irritieren lassen. So... Kriegen sogar alles angeschlossen. Das ist eine tolle Angelegenheit. Und jetzt bin ich am über... Nee, komm, wir lassen das so. Ich habe gerade überlegt, ob ich das hier nochmal tausche. Dann könnte ich hier nochmal eine Fabrik hinsetzen. Also so könnten wir das eigentlich doch machen. Ich glaube, Zahnräder dürften wir wesentlich schneller produzieren wie hier die da hier. Die Wissenschaftspakete. Machen wir hier nochmal die Wissenschaftspakete. Und liefern die einfach rüber. Probieren wir es einfach mal aus, wenn ich denn genügend Eisenplatten hätte. Aber da unten sollten jetzt genügend drin sein. 117 Stück, das ist doch mal ein Wort, oder? Ja, ist es. Einer war zu wenig. Und ich habe gedreht, das ist auch blöd. Also man muss die nicht abbauen zum Drehen. Genauso bei Förderbändern. Einfach R drücken, dann kann man die drehen, wie man sie gerade braucht. Wenn man sie mal falsch hingesetzt hat oder so. Weitere Förderbänder. Einmal hier rein. So hin. Und jetzt bräuchten wir eigentlich rein theoretisch nur hier. Nee, geht nicht. Brauchen hier Strom. Okay, wird schon werden. Und von Wissenschaftspaketen hätte ich immer gerne 4 Fabriken, die mir das Material herstellen. Das bedeutet, wir bräuchten nochmal 3 Fabriken. Ja. Passt schon. Passt schon. Gut. Schauen wir mal, dass wir zumindest schon mal das Eisen insofern hinkriegen. Zumindest mal nach oben bekommen. Da brauchen wir noch einen Haufen. Da brauchen wir tatsächlich noch einen Haufen. Heieieiei. Oh, woran hat es denn gemangelt? Wenn ich jetzt ab Nummer 31 bauen dürfen. Nö, dann habe ich tatsächlich so viel. Okay. Etwas verwirrt. Nichts Neues bei mir. Hierhin. Hier geht zusammen. Und das da hier müsste die Mitte sein, ne? Genau. Das ist dann die Mitte. Hier treffen sie sich sozusagen. Hierhin. So. Dann kommen die Eisenplatten hier an. Kommen nach oben. Von der Seite kommen die Kupferplatten an. Das müssen wir natürlich noch anschließen. Das wird nicht ganz einfach werden am Anfang. Halt, Moment. Bin ich da jetzt überhaupt richtig? 1, 2, 3. Das war jetzt zu viel. Sehr gut. Okay. Schauen wir mal. Hoffentlich langt es nach oben. Sieht nicht so aus. Oh Gott.
Was habe ich da denn gemacht? Also da habe ich mich ja total verschätzt. Kabu, Kabu, Kabu. So geht das aber nicht. Ja, komm. Bevor wir nichts tun, verlegen wir schon mal die Stromkabel. Früher oder später werden wir sie brauchen. Eher später wie früher, allerdings früher als gedacht. So hin. Und dann machen wir dasselbe gerade mal hier noch. Eisen werden wir auf jeden Fall wesentlich mehr produzieren. Produzieren müssen wir wie Kupfer. So. Von daher aber mehr werde ich da jetzt auch nicht aufbauen. Dürfte eigentlich ganz gut lang für die Grundproduktion. So, der kommt jetzt mal weg. Sollte nämlich dann fast schon langen. Wie viele Wissenschaftspakete haben wir jetzt schon? Ich muss mal dran denken, dass ich die da raushole irgendwie, ne? War das jetzt tatsächlich nur einer? Alter Verwalter. Solange ich da natürlich nicht weitermache, kann es nichts werden, ne? Ist schon klar. Hier rüber. Da uns noch die entsprechende Technologie fehlt, um das nachher ordentlich aufzuteilen, machen wir das halt einfach mal gerade so. Dann hier unten müssten ja Kupferplatten drinnen sein. Genau. Brauchen wir nochmal ein paar große Knickarmroboter. Allerdings, wenn ich natürlich das ganze Eisen verarbeite. Yay! Ich bin ein Held. Mal her. So. Sobald das dann immer läuft, dann läuft die Forschung dann auch relativ fix an. Muss das natürlich mitgenommen werden? Ist ja ganz klar. So. Einmal raus, einmal rein, einmal raus. Da dürften ja auch noch welche drinnen sein. Sagte er und es war nichts drin. Aber Kupferplatten ist jetzt nicht so der große Mangel da. Sehr gut. Und rein theoretisch müsste das jetzt hier oben gut am Anlaufen. Da guck mal, da sind 97 drin. Dann packt man da noch welche rein. Hierhin. Und Eisen. Es fehlt halt immer noch an Eisenplatten. Wenn schon, denn schon. Ja, und so sieht das dann halt eben aus. Und später müssen wir natürlich dafür sorgen, dass dieses Band permanent voll ist. Da darf keine Lücke mehr drin sein. Überhaupt keine. Noch nicht mal annähernd. Ah ne, ich bin da oben weit genug weg. Okay. Schon gedacht, mein Lieblingsfehler, den ich da immer wieder mal mache. Und das setzen wir jetzt erstmal... vorerst dahin. Einmal hierhin, einmal ausladen, ausladen. Was man in dem Spiel Strommasten braucht, das ist nicht mehr normal. Ich wollte gerade sagen, es können ja nur Eisenplatten sein. Also für normal ist es eigentlich so, dass wenn ich das Spiel spiele, dass mir die Kupferplatten fehlen. Waren witzigerweise das, was ich immer am sparsamsten abbaue und alles. So. Und jetzt fangen wir zumindest schon mal primitivst an, automatisch zu forschen, was eine tolle Angelegenheit ist. Okay. Grundaufbau steht. Die erste Automatisierung ist da für Forschungspakete. Ist doch schon mal ein guter Start. Okay. Da werden wir noch einiges an Holz abfällen müssen. Fällen müssen das nächste Mal. Okay. Dann vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Baba.